Hallo meine Lieben und willkommen wieder nach ein bisschen längerer Zeit wieder hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es tut mir leid, aber es kommt erst jetzt ein neues Video, weil letztens, erstens wusste ich erstmal nicht, was ich für Videos machen sollte. Und vor allem, mir ging es gesundheitlich nicht allzu gut. Ja, dann nur ganz kurz knapp gesagt, ich war im Krankenhaus wegen ein bisschen was wegen meinem Hals. Aber wenn ihr es genauer, gründlicher wissen wollt, warum, kann ich euch gerne ein separates Video dazu machen. Und ja, also schreibt es mir gerne unten in den Kommentare, falls ihr es gerne wissen wollt, was los war. Aber ja, mir geht es jetzt eindeutig ein bisschen besser, nur mein Arm ist noch ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich ein bisschen affected wegen den ganzen Sachen, die ich ja eingeflößt bekommen habe, aber gut. Aber ansonsten geht es mir besser. Alles gut. Ich kann es noch gut bewegen. Aber ja. Aber ich bin ja dafür hier, um dieses Video hier von Stirn ja wieder zu machen für euch. Denn ja, ich habe, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, ja, wieder ein kleines Bestellliste gemacht. Natürlich auch so ein bisschen von Sachen, die ich hier fast ausgegangen wären, also irgendwann mit der Zeit ja auch würden, weil ich ja gerade ein bisschen ja mehr an Leuten ja annehme, was ich irgendwie auch ganz cool finde und auch natürlich, um ein bisschen ja auch was aufzustocken. Und ja, ich kann euch auch schon mal eine Sache eigentlich ja so kurz zeigen, also kurz hier umdrehen, weil die ist ja auch gerade schon in Benutzung, um hier kurz ein bisschen Licht zu verschaffen, damit es nicht allzu dunkel ist, und zwar ein neues nicht wirklich Licht, Ringlicht, aber ein neues Licht, damit es ja über meinem Tisch ist, damit es, ja, ich da Licht etwas empfange von der anderen Seite, da das andere irgendwie den Geist aufgegeben hat. Ich weiß auch nicht wieso, aber gut. Somit habe ich aber jetzt ein neues und ich finde das an sich auch irgendwie ganz cool und auch irgendwie besser, finde ich. Also das ist genau das hier, was gerade aufleuchtet. Das hier, das kann ich dann so über dem Tisch, finde ich eigentlich ganz nice. Also, ja, ist so, dass ich jetzt halt gerade ein bisschen mehr Licht hier drin habe, natürlich. Jo, und ich habe ja auch nochmal was mit dem ankam und ich habe es auch dann auch schon genutzt gehabt. Ein neues kleines Fräseaufsatz, um auch wieder ein bisschen Material abzunutzen. So ein bisschen etwas spitzer, finde ich eigentlich an sich auch ganz cool irgendwie. So komme ich vielleicht auch ein bisschen wie als in die Ränder, ein bisschen für die Maniküre, damit es schon ein bisschen wie vorarbeitet ist. Ja, habe ich diesen Bit hier dazu geholt. Das ist halt auch schon mal hier in meinem Halter schon drin. Also man kann nie genug von denen hier haben. Also ja, das waren die ersten zwei Sachen, die eigentlich ja schon im Voraus ja gekommen sind. Danach kam erst dann jetzt das, was ich jetzt euch zeige. Eigentlich kann ich euch gleich auch schon die Dental Bibs hier zeigen, weil das sind ja die Unterlagen, die ich ja auf dem Tisch ja drauf habe, damit auch nichts verschmutzt wird und der ganze Staub da drauf fällt. Ich dachte mir mal lieber auch ganz mal in weiß, so eine 100er Packung, glaube ich, ist es. Genau. Dass ich da mehr auf Vorrat habe, weil gerade ist schon so, wie gesagt, ja so, dass ich ein bisschen mehr Leute aufnehme und ich brauche ja ein bisschen mehr, ja da, dass auch ja nicht so schnell gleich was ausgeht. Und ja, darüber freue ich mich auch, dass das gerade so ein bisschen ja auch läuft, weil das gerade ja so ein bisschen eines der Träume, die wenigstens so ein bisschen ja in Erfüllung gegangen ist. Und ja, dass es jetzt gerade so ein bisschen ja weiter voranschreite, finde ich auch ganz schön. Also ja, habe ich das jetzt hier nochmal auf Vorrat da, dass ich es gleich mal einräume. Dann habe ich auch noch ein bisschen so an wie Charms und sonstiges ja auch noch hier bestellt natürlich. Ne? Ich will auch mal verrückte Designs und sowas machen, indem ich auch ganz verschiedene Charms und sowas ja auch da habe. Also, aber hier auch noch so ein kleines Aufbewahrungs für Sticker. Das andere ist, glaube ich, was ich da habe, mehr für die
Stempelplatten. Und da werde ich dann noch mehr von den ganzen Stickern, der noch reintun, so halt ein Sticker-Aufbewahrungsbuch. Finde ich an sich auch ganz cool. Ja, habe ich mir das da auch nochmal geholt gehabt. Weil ich mir auch eventuell mehr Designs so zum Aufstellen haben will, habe ich hier nochmal eine ganz andere Form von den Press-on-Tipps geholt gehabt. Ein bisschen mehr wie Koffeln-Ballerina-Form. Finde ich auch eigentlich immer auch immer meistens eher schön. Ja. Und die habe ich hier so geholt gehabt. Sind halt sehr schlecht, halt ohne nichts. Würde. Und das werde ich dann so für Designs zum Aufstellen, was ich da so machen könnte, wie Wanna-Dos und sonstiges, damit man es so sehen kann. Natürlich, was nicht fehlen darf, die Bürstchen für jeden Einzelnen, weil alle anderen, die ich ja so schon für andere benutzt habe, also für Einzelnen, sind ja eh verpackt, also hier nochmal auf Stock. Dann habe ich mir auch noch mehr von den Nagelhautfangen bestellt gehabt. Hier fällt ja schon wie einer raus, die in den Stil mit dem Regenbogenfarben, was ich auch immer sehr, sehr schön finde. Ja, weil wie gesagt, ich bin eher so diejenige, die immer für jeden Einzelnen ein bisschen was hat und ich desinfiziere dann alles auch am Ende. Und ja, wenn ich ja mehrere Kunden habe, werde ich dann auch nicht immer das gleiche auch an die benutzen und ich verpacke das auch immer einzeln für jeden Kunden und Modelle, so ne. Also habe ich jetzt noch weitere 5 bestellt gehabt und ja, ich liebe die und komme echt sehr gut damit klar. Jetzt kommen die ganzen Charms, Sticker und so. Zeige ich euch erstmal. Hier habe ich erstmal so wie kleine Inlays, also wie so Trockenblumen, weil so für Frühlings-, Sommernägel, eher gesagt, ne, dachte ich mir mal, will ich damit auch mal so wie Wanna-Do-Designs mal kreieren, um zu schauen, wie das dann so aussieht, auch natürlich, damit ich es auch für mich so übe, natürlich, habe ich die mir jetzt mal mitgeholt gehabt. Hier habe ich auch noch mehr so von den ganzen Astrologie-Zeichen, also eben die ganzen Sternzeichen sozusagen eher noch mehr geholt gehabt, sowohl in Textform, sowohl auch wie in Symbolen, so wie für Birthday Nails und sowas, finde ich die eigentlich auch immer ganz cool. Und ja, habe ich die hier dann auch schon wieder neue bestellt gehabt, weil ich glaube, ich habe da schon welche in Silber und in Gold, würde ich die jetzt auch noch irgendwie ja ganz cool finden, da zu haben. Also ja, sowohl auch wie mit den Symbolen zu den Sternzeichen. Ich habe hier auch noch solche Charms hier mit verschiedenen Farben, wie so sternmäßig sozusagen. In Blau, Rot, Rosa, was man so ein bisschen sehen kann. Finde ich auch echt mega, mega schön. Ich dachte mir eigentlich auch sowas wie so für die rockigeren Leute, die bei mir dann auch die Nägel machen, solche Sticker hier mit den Schlangen und sowas drauf, weil allzu perfekt im Zeichnen bin ich ja auch noch nicht. Also ja, sowas würde mir da extrem helfen. Ich habe ja schon so ja viel auf TikTok gesehen gehabt mit diesen ganzen Designs, mit den so Vintage-Style und sowas. Und da dachte ich mir, ich würde mir wie die Rahmen, die man so auf die Nägel kleben kann und dann wie dahinter wie ein Bild oder sowas oder wie ein Mirror-Effekt machen könnte, habe ich die mir mal bestellt gehabt, wie in den verschiedensten Formen. Finde ich an sich eigentlich auch richtig, richtig cool. Und solche Nägel wäre eigentlich auch mal was, die ich gerne machen würde. Also vielleicht kann ich euch hier ja einblenden, was für eine Art Nägel das sind, weil es kam so oft jetzt auf TikTok und sonstiges und ich fand es irgendwie so mega cool. Wenn ich mal die Ehre habe, solche Nägel zu machen, dann habe ich sowas dann auch mal da. Falls mal auch welche auch wir Money auf den Nägeln haben wollen, habe ich ja auch noch solche Sticker wie mit
Geldstickern und sowas ja auch drauf, ne? In verschiedensten Motiven. Finde ich eigentlich auch an sich irgendwie auch ganz cool. Also habe ich die hier auch nochmal drauf. Ich habe ja auch noch sowas wie Katzenaugen. Also so in dieser Art finde ich auch mega, mega cool. Ich kann mir vorstellen, dass meine eine Kundin sowas irgendwie auch feiern würde, dass ich die habe. Mal schauen, ob ich die vielleicht bei ihr vielleicht anwenden könnte. Mal schauen, aber die fand ich irgendwie mega cool und die muss ich mir bestellen. Und hier habe ich dann auch noch etwas dezentere Kreuze. Dann auch für dieses Vintage-Style von den Nägeln. Also, falls ihr es hier so sehen könnt. So ganz minimal halt. Finde ich halt mega, mega schön. Darf ich mir dazu zu dem Style von Nägeln. Und würde ich dir auch definitiv da verwenden. Und auch noch dieses Sticker. So mit den Engeln und sowas. Finde ich auch mega, mega cool. Das würde auch wie zum Beispiel zu den Stil, was ich gerne machen wollen würde, wie mit dem Mirror-Effekt, dass ein Bild wie davon wie dahinter ist. Ja, das würde ich dann damit hinzufügen. Finde ich mega cool. Also habe ich die ja auch damit da. Hier habe ich dann auch noch mal so noch mehr Sticker, so wie mit Herzchen vorm Stern. In Kombination mit Herzchen, Sternchen, Mond und sowas. Finde ich eigentlich auch mega cool und habe die dann auch mit. Weil, wie gesagt, ich bin nicht die Beste in Zeichnen. Das will ich dann auch noch mal wie in einem Workshop in der Art vielleicht irgendwann auch mal dann perfektionieren wollen. Ich dachte mir auch noch mal für meine Special-Kunden hätte ich auch mal solche Charms hier. Die so mit als Kette mit dabei. Mal sehen, ob ich die vielleicht bei ihr anwenden könnte. Finde ich auch mega, mega cool sowas. Und ich habe lieber mehr Variationen für verschiedene Kundenarten. Und ja, habe ich die dann damit. Hier habe ich dann nochmal auch ein Maniküre-Bit, das ich auch dann mal austesten wollen würde. Vielleicht auch dann auch heute an mir, weil meine Nägel sind ja auch irgendwann mal fällig. Ja. Der sieht so aus. So. Ganz fein. Ein kleiner Köpfchen so. Und das würde ich dann eventuell heute vielleicht mal ausprobieren, wie das so an mir aus. Ja. Verwendet wird sozusagen. Und dann kommen nur noch die letzten zwei. Da habe ich aber auch was nachgekauft, weil diesen Bit hier habe ich ja schon. Nehme ich auch so ein bisschen wie um den Nagel ein bisschen an die Nagelrand, also einzumassieren. Das ist ja dasselbe, was ich ja da habe. Es ist der hier mit dem etwas größeren Kugelkopf. Finde ich auch sehr, sehr schön sanft an der Haut. Und als letztes habe ich ja auch dann noch natürlich ein Nagelöl. Also ein Cuticle Oil. Und bin mal gespannt, wie die eigentlich so sind. Weil ich habe bis jetzt sowas noch nicht von Shein ausprobiert. Also es ist so wie in einem Pen, dass ich es wie rausdrehe und dass ich es dann gleich direkt so auftragen könnte. Finde ich eigentlich schon geil. Es kommt auch so schon was raus. So, oh, das riecht auch so schön. Mega, mega schön. Also, da bin ich echt sehr gespannt drauf und werde es vielleicht mal die nächsten Male auch mal probieren. Die nächsten Öle von Shein. Und somit habe ich euch auch schon wieder alles gesagt gehabt, was ich bestellt habe, damit es hier auch weiterhin wieder rund läuft. Nachdem ich ja etwas gesundheitlich ausgenockt war. Wie gesagt, wenn ihr ein separates sowie Update-Video sehen wollt, kann ich das gerne machen. Also eben dazu, weil ich ja im Krankenhaus war, kann ich euch gerne machen. Schreibt es dann dafür aber gerne unten in die Kommentare. Und ja, somit liegt es jetzt gerade hier wieder alles in meinem Bett und wird es dann auch bald wieder einräumen. Also
Ja, somit ist dann das Video hier beendet und wird dann auch hier jetzt dann auch das Video ja beenden, natürlich hier für euch. Und ja, also ich hoffe, euch hat dieser kleine Haul hier gefallen. Falls ja, gebt mir gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich würde mich super freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community hier seid. Also klickt euch gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, auch noch die Glocke daneben noch zu aktivieren. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr auch mir auf den nächsten Kanälen, also auf Instagram und sonstiges, ja auch folgt. Also ich würde mich auch da sehr, sehr über eure Unterstützung freuen. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye.